Du hast keine Ahnung, was du zu einer Sommerhochzeit anziehen sollst? Kein Problem, Online-Bruder Korte zeigst dir heute. Bevor es losgeht, falls es auf der Hochzeit einen Dresscode gibt, dann haltet euch da dran. Und falls es das nicht geben sollte, dann zeige ich euch heute einige Alternativen, die ihr perfekt zu einer Sommerhochzeit anziehen könnt. Es gibt verschiedene Menschen, deshalb gibt es natürlich auch verschiedene Hochzeiten. Und ich habe das einfach mal ein bisschen untergliedert hier. Von etwas legereren Looks bis hin zu etwas schickeren Looks. Was ihr aber auf jeden Fall nicht vergessen solltet, wenn ihr irgendwo eingeladen seid bei einer Sommerhochzeit, das ist der Styling Hack Number One. Das ist der Magic Button. Der Magic Button ist ein von beiden Seiten klebender Silikonknopf und den könnt ihr zum Beispiel dazu verwenden, um euer Einstecktuch zu fixieren, damit es nicht runterrutscht, oder auch um eure Krawatte zu fixieren, damit die immer an Ort und Stelle bleibt. Oder den könnt ihr zum Beispiel auch als versteckten Knopf einsetzen für euer Hemd oder für euren Kragen. Heißt, der Magic Button ist dafür da, dass ihr auf der Hochzeit brilliert mit eurem Outfit und dass alles dort sitzt, wo es sitzen soll. Starten wir mit dem entspanntesten Look zuerst, und zwar ein Look für das Standesamt. Das Standesamt ist ja grundsätzlich nicht so formell wie in der Kirche, von daher kann das Ganze auch einfach ein bisschen lockerer sein. Wie man hier sehen kann, ich trage jetzt zum Beispiel noch nicht mal ein Hemd, ja, werte das Outfit aber an anderer Stelle auf, mit zum Beispiel den Accessoires oder auch hier an dieser Stelle mit dem Jackett. Heißt, wir haben hier einen sehr entspannten, gleichzeitig aber auch schicken und zum Anlass passenden Look. Ihr seid auf einer Sommerhochzeit in Italien oder in Spanien eingeladen und machen uns nichts vor, Leute, keiner hat Lust, bei 30 Grad in der Sonne einen Anzug zu tragen. Wenn das aber trotzdem sein muss, dann achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr einen Anzug habt, der vom Stoff her einfach etwas kühlender ist. Heißt, achtet darauf, dass ihr am besten einen Leinenanzug tragt. Denn Leine ist grundsätzlich ein etwas legererer Stoff und wirkt einfach auch ein bisschen kühlend. Heißt im Umkehrschluss aber auch gleichzeitig, dass ihr den Anzug, den Leinenanzug, dann einfach ein bisschen aufwerten solltet mit zum Beispiel passenden Accessoires, wie zum Beispiel ein Einstecktuch aus Seide oder einer wertigen Krawatte oder einfach sehr, sehr schicken Schuhen. Ein kleiner Pro-Tipp am Rande, Leute, wenn ihr zu einer Sommerhochzeit eingeladen seid, dann denkt auf jeden Fall dran, ein Wechselhemd mitzunehmen, denn die meisten Hochzeiten dauern halt etwas länger und ihr werdet froh sein, wenn abends die Party startet, dass ihr nochmal ein frisches Hemd reinschlüpfen könnt. Weiter geht's mit einem Look, der eher in die Richtung Casual Chic geht. Und zwar habe ich hier eine etwas sportlichere Note reingebracht. A, mit den Sneakern und B, mit dem Poloshirt. Ich trage hier trotzdem einen vollständigen Anzug und so ein Outfit kann man zum Beispiel ganz gut wählen, wenn du zum Beispiel zum Fußballkollegen bei der Hochzeit eingeladen bist. Es ist Sommer und du weißt, hey, die Leute sind alle locker und entspannt drauf. Da eignet sich so ein Outfit meiner Meinung nach hervorragend. Dennoch habe ich hier durch die Details, A, durch die Farbdetails als auch durch die Accessoires noch ein bisschen Würze mit reingebracht. Und wenn ihr dazu noch einen passenden Duft braucht, dann Leute, nimmt Chanel Egoist Platino. Der sportlich würzige. Weiter geht's mit dem letzten und wohl schicksten Look von den vielen, und zwar ein Look in einem Dreiteiler. Und ihr werdet euch jetzt sicherlich fragen, hey Daniel, was, ein Dreiteiler zur Sommerhochzeit? Ja, ich kann euch auch genau sagen, wieso, weshalb und warum. Wenn es nämlich bei der Sommerhochzeit einfach ein bisschen wärmer wird, ja, dann möchtet ihr meistens euer Jackett ausziehen, legt das zur Seite und in einem Dreiteiler seht ihr immer noch angezogen aus, wenn ihr die Weste dazu tragt. Außerdem, wenn ihr zum Beispiel ein bisschen am Tanzen seid, ja, dann sieht man den einen oder anderen Schweißfleck auch nicht ganz so schnell und man fühlt sich all in all einfach immer noch im Look vernünftig angezogen. Und Leute, wie ich finde, sieht einfach ein Look, wenn ihr das Jackett ausgezogen habt, in einem Dreiteiler wesentlich schöner aus als ohne. Nachfolgend nochmal alle Outfits im Überblick und schreibt wie immer mal in die Kommentare rein, welchen Look ihr am besten findet, welchen Look würdet ihr zu einer Sommerhochzeit anziehen. Leute, bei diesem Video wird es ganz schön schwierig, euch alle passenden Links zu den Kleidungsstücken unten in die Infobox zu verlinken. Aber ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben, um euch passende Alternativen rauszusuchen, damit ihr auch auf jeden Fall hervorragend ausgestattet seid, egal wo ihr auf einer Sommerhochzeit eingeladen seid. In diesem Sinne, macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal.